Officially presented by Ewa Outdoor Classics and our partners, Beretta, Steiner, VFG Weapon Care, and the Lead-Free Hunting Bullets by RWS. Hey, ich bin der Ferdi von Low Ready Magazine, dem Community-Magazin für Modern Gun Culture made in Europe. Und jetzt bin ich auf der IWA 2024 und zwar bei Heckler & Koch beim Kai. Erstmal, hi Kai. Erstmal, hi Ferdi. Danke für deine Zeit. Erzähl doch mal, wie läuft die Messe? Super anstrengend, also super viele Leute da. Mhm. Großes Interesse an unseren Produkten. Ihr habt ja auch was Neues dabei. Genau, wir haben hier unseren neuen M-Lock-Handschutz für euch mitgebracht. Mhm. Der wird so ab dem Sommer verfügbar sein. Haben wir für die MR223 als auch für das MR308 sowie die militärischen Serien HK416, HK417. Passen an auch alle Vorgängermodelle. Ah, super. Also auch rückwärtskompatibel. Wir haben hier die 11 Zoll Version in Schwarz. Wir bieten zwei verschiedene Profile an. Okay. Einmal ein Profil mit Picatinny-Schiene auf 12 Uhr. Und M-Lock auf 3, 6 und 9 Uhr. Außerdem noch eine Variante mit Picatinny-Schiene auf 12 und 6 Uhr und den M-Lock-Slots auf 3 und 9 Uhr. Mhm. Wir haben dazu eine schnelle Demontage, das Werkzeug los ist. Und hier auf beiden Seiten noch die Flashcup QD-Trageriemen-Montagen verbaut. Und ich sehe auch, die sind auswechselbar. Genau. Also das heißt, wenn da mal einer verschleißen sollte oder... Genau. Ne, ich meine, das dauert zwar sehr lange, weil das ist hier Stahl. Aber wenn es denn da mal soweit ist, dann kann man die austauschen. Das ist ein Alu-Profil mit den Stahleinlegern für den Flashcup und auch unsere Verriegelung ist aus Stahl gefertigt. Hat eine Sicherung mit verbaut, dass man den nicht hier einfach öffnen kann. Okay. Das heißt, ich muss den erst entriegeln und kann dann den Hebel umlegen. Sehr durchdacht. Ist eine fest eingestellte Spannkraft, dass er auch immer mit derselben Spannkraft wiederholt genau angebracht wird. Lässt sich einfach umlegen. Und das. So einfach ist das schon wieder befestigt. Genau. Wir haben hier für das MR223 eine Variante ab 11 Zoll Rohrlänge und dann noch eine ab der 14 Zoll Rohrlänge, die dann hier vorne auch noch eine Aussparung zusätzlich hat für die Gasabnahme. Und die MR308 bieten wir auch für eine kurze Variante ab 13 Zoll und eben die lange Variante ab 16,5 Zoll an. Und der Unterschied hier ist jetzt, dass wir bei der Version für die 308 quasi, haben wir zwei Spannhebel verbaut, genau, weil die MR308 auch normal mit zwei Schrauben befestigt wird. Ja. Und so ist das Ganze quasi auch gleich direkt ersichtlich. Jawohl. In welchen Farben bietet ihr das denn an? Einmal die ganze Palette, die ihr hier seht. Schwarz, FDE und ganz neu bei uns im Programm auch das Sniper Grey. Mega cool. Ja, und für die ganzen Leute, die das jetzt hier heiß brennend interessiert, wo könnt ihr sich informieren? Wo finden wir euch? Ihr findet Informationen auf unserer Homepage www.heckler-koch.com. Also ihr habt es gehört, wir verlinken es einmal unter dem Video. Und für die ganzen, die auch beim Community Magazin dabei sein wollen, schaut gerne auch da oben auf die Homepage. Und zwar auf der Frontpage ist ein Artikel von Mo. Da könnt ihr genau durchlesen, wie das Ganze funktioniert. Ich sage danke für deine Zeit. Sehr gerne. Und eine gute Messe wünsche ich dir. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video.